Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Grand Theft Auto San Andreas. Wir stehen kurz vorm Ende der Storyline, müssten aber immer noch Gebiete erobern. Aber unser Handy klingelt erstmal. Carl, it's Sweet. Hey, what's up? You find smoke? After we dumped on those ballers, the Fargo started to speak. We got him now. He's hiding in Los Flores or East Los Santos. Time to saddle up, CJ. Alright, I'll get you and then we'll roll over there. Okay, lustigerweise hat er gerade jetzt angerufen. Das heißt, das letzte Mal hatten wir ja noch ein Gebiet erobert, haben dann nicht geschaut, ob das geht. Aber ich habe nachgeguckt. Und zwar muss man... Aha, hier steht's. Da steht einmal, wie viele Gebiete ich erobert habe und dann unten, wie viele ich kontrolliere. Ich hatte also eigentlich sowieso nur 19 kontrolliert und nicht 20. Das habt ihr wahrscheinlich sowieso schon die ganze Zeit in den Kommentaren dann angemerkt. Aber es geht um die Prozentanzeige. Kontrolliertes Gebiet, da muss ich mindestens 35%. Dann wären wir jetzt 35,85%. Das heißt, das reicht genau. Und deswegen können wir jetzt die Mission bei Sweet machen. Wir haben fast eine ganz volle Schutzweste unten voll in dem Zweig. Ich hoffe, das reicht. Wir werden die Mission wahrscheinlich sowieso mehrfach machen müssen. Die ist die schwerste im ganzen Spiel und auch die längste im ganzen Spiel. Naja gut, los geht's. End of the line. What's up? It's time for smoke. Alright, let's roll. Johnson Brothers finna take that fat fool down. Steigt zu Sweet in den Wagen. Ja, der gute Baba Smoke. Big Smoke. Der soll ausgeschaltet werden. Ryder ist ja tot. Fahr zu Big Smokes Crack-Festung. Der hat eine Crack-Festung. Stellt mal vor, ihr habt sowas. He is good as dead, then. I can't believe you bought that same bucket-ass car, man. Hey, if ain't broke, don't fix it. Okay, hier sind irgendwelche Wracks. Johnson boy, sorting shit out. Yeah. Nervous? Yeah. Me too. Look, I know you down for this, but I gotta go in there alone. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. This one for him. For moms. And for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Hey, if you need me, you know I'll be. For sure. You always been there for me, man. Es gibt viele Wachleute in der Crackfestung. Es führt nur ein Weg hinein, aber wegen der Unruhen ist die Tür verschlossen. An dieser gesicherten Eingang führt nur ein Weg vorbei. Einrammen. Ein schweres Fahrzeug wie etwa ein SWAT-Panzer kann den Eingang ohne weiteres einrammen. Hol dir den SWAT-Panzer. Tja, das ist End of the Line. Die letzte Mission in Grand Theft Auto San Andreas. Ob es danach weitergeht, entscheidet ihr dann. Aber die Mission dauert lange und die Mission wird eventuell auch mehrere Versuche brauchen, wenn ich draufgehe, wenn Sweet draufgeht, wenn irgendwas schief geht, keine Ahnung was. Kann ja immer was passieren. Deswegen, wir versuchen es jetzt erst einmal. Ich bin richtig ein bisschen aufgeregt. Das ist so, krasse Stimmung gerade für mich irgendwie, ich weiß auch nicht. Na, guck mal, direkt fangen sie an zu schießen. Nur weil ich mich da näher. Eine wichtige Tatsache ist schon mal, ich kann in dem Level keine Fahndungssterne kriegen. Aber jetzt habe ich leider schon ein bisschen was von meiner Schutzweste verloren. Das regt mich zum Beispiel schon mehr auf. Rahmen den Eingang zu Big Smokes Crackfestung mit dem Swordpanzer ein. Mit dem Wasserwerfer. Kann ich mal schießen, das Ding. Egal, komm. Riech durch die Wand. Zum ersten Stockwerk am Ende dieses Bereiches. Es gibt einen Eingang. Achso, es gibt einen Eingang zum ersten Stockwerk. Erst einmal versuche ich die Leute hier loszuwerden, denn jetzt wo ich schon mal den dicken Panzer habe, versuche ich erstmal damit so möglichst viele zu töten. Ohne mich selber irgendwie zu verletzen. So, die sind wir erstmal alle losgeworden. Da liegen ein paar Nutten rum. Die wundern sich auch, dass hier ein Panzer reinkommt. So, was für eine Waffe nehme ich mir mit? Die AK. Stockwerk 1. Sicherheitsbereich. Smoke ist im vierten Stockwerk. In seiner Penthouse-Suite. Du musst dir einen Weg durch drei Etagen bahnen, um dorthin zu gelangen.
Und das, meine lieben Freunde, wird nicht einfach. Und genau deswegen gehe ich so scheiße vorsichtig vor, wie ich vorgehe. Aber da ist erstmal eine Schutzweste. So, ich bin gerade etwas ruhiger. Ich konzentriere mich jetzt und versuche die Mission gut übers Ding zu kriegen. Tja, hier haben wir Ballers, Cops, Vagos. Aus allen Families haben wir hier asoziale, korrupte Arschlöcher. That's all you got, cheap fool. Boah, hast du mich erschrocken, ey. Wie er sich da versteckt hat, ne? So, das Spiel will uns hier eine Schrotflinte geben. Die habe ich aber schon. Und ein Herzchen. Eine Schutzweste wäre mir gerade lieber. Aber egal, man kann nicht alles haben. Stockwerk 2. Drogenlabor. Und wir sind bis jetzt gut durchgekommen. Haben zwar keine Schutzweste mehr, aber immerhin. Moment, ich mach das anders. So, Nummer sicher ist Nummer sicher. Und nehme mir hier die Schutzweste natürlich. Und jetzt wird's hart. Okay, das war nur einer. Ich bin gerade ein bisschen nervös sogar. Ich bin aufgeregt. Das sind hier die Arbeiter von den Drogen. Sind hier die Drogenhersteller. Ihr seht schon, ich spiele richtig vorsichtig, aber so muss man das auch machen. Wenn man ohne Cheats spielt, ist die Mission nämlich relativ schwer. Beziehungsweise es ist die schwerste Mission im Spiel, kann man so sagen. Deswegen ist es nur klug, dass ich schön vorsichtig vorgehe. Ich habe nämlich eigentlich Lust, das beim ersten Mal zu schaffen. Das wäre schon entspannt. Soll ich mir mal die AK mitnehmen? Die M4 mitnehmen. Das ist vielleicht besser, ne? Haben wir beides Hitman, insofern egal. So. It's my paper now. Who's shooting at me, huh? Tja, diese Stille. Diese Stille. Ich hab euch erwartet. Okay, nicht wirklich, aber ich hab schnell genug reagiert. Also. Das Leben brauche ich nicht, ich bin voll. Stockwerk 3, Ballers Lounge. Bahne dir einen Weg ins vierte Stockwerk. So, jetzt werfen wir erstmal wieder einen Molotow da hoch. Ah, seht ihr, war nämlich eine coole Idee, einen Molotow da hochzuschmeißen. So. Tja, hier haben wir alle Arten von Kriminellen. Aus ganz verschiedenen Milieus. Auch irgendwelche komischen Anzugträger. Von denen wir nicht so genau wissen, was das ist. Keine richtige Gang. Auch Frauen, die hier mit sind, das ist jetzt auch egal. Ihr arbeitet auch mit denen zusammen, also komm. Schieß! Yo, watch me, homies. Next time you should put it in a bank. Ich finde, ich räume ziemlich gut auf. Also
seht ihr, hier ist eine Schutzweste und eine Stripperin. So, warte mal, dann lasse ich die Schutzweste erstmal noch hier. Räume erstmal weiter auf, denn jetzt weiß ich ja, dass deine ist. Na gut, dann hole ich sie mal doch. Hier ist sonst nichts mehr, also holen wir uns die Schutzweste. Bis jetzt kommen wir da wirklich gut durch, oder? Ich finde es super. Aber der schwere Teil kommt ja auch erst noch, ne? Schnapp die Big Smoke. Okay, jetzt wird's ernst, Leute. Es wird ernst. Ach, nach so vielen Parts wäre ich fast ein bisschen wehmütig. Da sitzt da der Fettsack mit Schutzweste und zockt und Drogen. Hey, Smoke! Hey, CJ, I was wondering when you would show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming and I don't give a shit. I'm here to take care of your fat ass. Then I'm gonna take care of your friends in the police department. Where they at? Man, fuck this shit. Man, that's some good shit. Man, you and Tenpenny. Man, fuck Tenpenny and fuck his Polish lapdog and fuck the police, man. Oh, that's old shit. Look at you, you got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you had. I made it, CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck. Fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? I guess we better do this shit then. You wearing body armor, Smoke? Man, I'm disappointed in you. I thought you was gangster. You want to get ugly? I'm a motherfucking celebrity. So, Smoke hat eine Schutzweste. Ich sehe auch so genug. Ich brauche kein Thermolicht. Komm schon, Fettsack, hä? Leg dich mit mir an. Komm schon. Du bist tot. Und weißt du was? Ich mach's stylisch. Ich mach's im James Bond Style. Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. Tot. Ah, damn, man. What a waste. Oh nein, nicht noch er. Carl Johnson, my man. I need you to do me another favor. You kill Pulaski, now this fat fuck? There's no stopping you. Drop the gun. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny? Huh? All alone? Nobody got your back? Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside. But I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. All right, fuck it, that's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. You crazy, man. Lost. You gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, no, not tonight. What you catching? A plane? Ding, 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 ding. Good answer, Carl. You know, you're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet! What? Mother! It ain't over, Carl. It ain't over. Carl, you motherfucking piece of shit gangbanging cocksucker.
Tenpenny hat eine Explosion ausgelöst. Die Beleuchtung im Gebäude ist ausgefallen. Es brennt ab. Du musst schnell hier raus. So, dann, wir haben 7 Minuten. In welche Richtung soll ich denn hier raus? Ich brauche kein Nachtsichtgerät. Ich sehe ja. Leider müssen wir uns nur den Rückweg auch wieder erschießen. Aber lustigerweise frage ich mich, habe ich irgendwas falsch eingestellt oder warum sehe ich so gut, obwohl es eigentlich schwarz sein sollte? Naja, ist auch egal. Ich beschwere mich ja nicht. Next time you should put it in a bird. Gotta load the gun, Lobby. That's all you got, cheap fool. So, 6 Minuten haben wir noch. Und eine Schutzweste wieder. Jawohl, wunderbar. Guck mal, habe ich den schönen Big Smoke doch schön mit. Diese Etage steht im Brand. Benutze deinen Feuerlöscher, um hier rauszukommen. Warum? Ich bin feuerfest. Schön, dass ihr alle schießt, aber Leute. Ich hab ne Feu... Ich bin feuerfest! Es juckt mich also überhaupt gar nicht. Ist das gechillt. Seht ihr? Jetzt wisst ihr auch, warum sich die Feuerwehrmission erst recht lohnt. Sie hat sich schon oft gelohnt für uns, so vor allem am Anfang, allein schon um Geld zu kriegen, aber auch jetzt später immer wieder mal, weil wir Molotows geschmissen haben. Und jetzt zeigt sich vor allem, warum sich der Scheiß so lohnt. Gar keine Sorge, hier durch das Gebäude zu laufen. Null. Normalerweise wäre das alles ziemlich stressig. Aber mir macht das nix. Scheiß auf Feuerlöscher. Alles für Mem. So, wir haben noch 4 Minuten und 40. Was ist da drin, dass ihr da unbedingt rein wollt? Ach so, ein Herz, ja gut. Brauche ich nicht. That's mine now, fool. Noch jemand, hä? Huh? 4 Minuten noch. None of you fools can stop me. Willst du nicht mal lieber hier rausgehen? Hier brennt alles. So, hier sind wir auch schon unten. Also, die haben alle nichts Besseres zu tun, als hier auf uns zu schießen, statt einfach mal aus dem brennenden Haus sich selber zu retten. Also, ich wäre da ja doch egoistisch genug, statt irgendwie Big Smoke hier zu rächen, einfach abzuhauen, aber na gut. Da sind wir plötzlich gespawnt, aber wir schaffen's raus. Tenpenny, you motherfucking piece of shit. I ain't letting you get away with all you've done. Sweet, no! Tja, und da fährt Sweet weg. Folge Tenpenny und sorge dafür, dass Sweet nichts passiert. Bleib dicht an dem Feuerwehrwagen dran und lass dich von Tenpenny nicht abhängen. Ich bin dabei. Hang on, Sweet! Komm schon, halt dich fest. Ich bin dabei, ich komme. Ich bin, also, ich helfe dir. Ich darf den Feuerwehrwagen nicht zerstören.
Ich darf nicht sterben. Das ist, ja, das ist so, ist, die Mission ist so hart, ey. Der ganze erste Teil, klar, schwer genug, aber jetzt noch der Teil noch. Jetzt auch noch der Teil der Mission. Auch nochmal verdammt schwer. Komm schon, Sweet, halt dich fest. Halt dich fest, Jung. CJ, do something. Just keep hanging on, bro. Komm schon, lass dich fallen. Nein. Das hat keine Lust, dich fallen zu lassen. Komm schon, Tempini, lass meinen Bruder. Bleib stehen. Hört auf, ihn zu rösten, verdammt. Den Zug kann man klauen. Wollte ich nur kurz sagen. Und dann die Mission scheitern lassen. Und dann kann man damit diese Liefermission relativ einfach machen, aber ist mir jetzt egal. Vielleicht machen wir die irgendwann nochmal, aber nicht jetzt. Habe ich nur gelesen als Tipp. Komm schon. Nein, lass ihn in Ruhe. Der Kopf tritt Sweet auf die Finger. Bring deinen Wagen nah an ihn heran. Ja, ich komme. Komm schon. Let go, you dumb bastard. Fuck you, pig. Ah, my fingers. Komm schon, Sweet. Komm schon, lass dich fallen. Jawohl. Und jetzt? Die kleinen Wichser. Oh ja, aber sowas von. Ah, cool, jetzt habe ich auf einmal die. Jetzt habe ich auf einmal die Mini-Uzi. Der Fahrer ist schon längst tot, aber das Auto fährt weiter. Herrlich. Was wollt ihr denn, ha? Und weiter geht's. Nein, Tenpenny wird uns nicht abhauen. Den werden wir sowas von töten. Den kleinen Wichser. Der hat sowas von den Tod verdient.
those come from? Down in flames! Down in flames! That's my dog! Bleib doch einfach stehen. Deine Räder sind auch schon kaputt. Wieso kannst du überhaupt noch fahren? Naja, ihr gerät schon ziemlich ins Schleudern. Oh ja. In unser Viertel. I just want to be sure it's over, man. That's all. It's cool. Don't need to put a bullet in him. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. I mean, far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, that or 15 microdots and an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. See you around, officer. Hey, now that everything is cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check, but subtle. We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back on their feet. But we gotta keep shit tight. Because a lot of people has got their eyes on us. Whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. Our first gold record! Yeah, I'm talking about. Yeah, they heard about it. I decided to get breast implants. Joke on. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. We're going on tour, fam. Has anyone got a tissue? My nose is, it won't stop running. Is that, anybody? Yeah, I have. Over there. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. Ja, meine lieben Zuschauer, und das war Grand Theft Auto San Andreas.
ich würde mich fast festlegen, es ist das geilste Spiel meiner Kindheit gewesen. Und die Tatsache, dass jetzt ich hier quasi gerade den letzten Part aufgenommen habe und ich glaube online gerade ist Part 24, zeigt euch, ich liebe dieses Spiel auch heute noch über alles. Es ist immer noch verdammt geil. Natürlich ist es grafisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Es ist nicht mehr so schön anzusehen. Aber das Spiel an sich wird dadurch ja nicht schlechter, sondern es ist immer noch verdammt geil. Die Story ist verdammt geil, es bietet verdammt langen Spaß. Wenn man die ganzen Parts mal umrechnet, auf 15 Minuten Parts waren es über 100 insgesamt. Wir haben auch einige Nebenmissionen gemacht, Feuerwehrmission, Krankenwagenmission, Polizeimission, dies, das, jenes. Und ich freue mich, dass so viele von euch das gerne geschaut haben, das Let's Play, dass oft die Leute gerufen haben, hey, hau noch einen zweiten Part raus, hey, hau noch einen dritten Part raus, dass ihr alle so viel Spaß dabei hattet wie ich. Das hat mich echt gefreut, das fand ich sehr schön, das zu sehen, dass es da draußen noch welche gibt, die dieses Spiel genauso lieben wie ich. Obwohl die jüngere Generation ja wahrscheinlich daran schon vorbei ist an diesem Spiel. Wir können uns jetzt gemeinsam freuen auf Grand Theft Auto 5, denn ich denke auch ihr, wenn ihr dieses Spiel hier liebt, geil, seid natürlich total am Fiebern, dass das endlich auf den Markt kommt. Ich natürlich auch, ich freue mich total drauf. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann Let's Play, wenn es rauskommt, denn es werden ja wahrscheinlich alle Let's Playen. Und ansonsten, wenn ihr wollt, dass wir noch ein paar so Nebenmissionen machen, könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Und was ihr noch sehen wollt, Rennen oder dies oder das, keine Ahnung. Ansonsten lasse ich euch die Credits laufen von diesem verdammt geilen Spiel, GTA San Andreas. Das war's von mir mit dem Let's Play. Ja, eines meiner längsten Let's Plays bisher. Schön war's. Und bis demnächst. Euer Walle. Bye, bye.
Hey, what's up? Hello? Yes, Claude! Faster, harder, deeper! Oh, Jess! Jess! Catalina! You sick! Get help!